Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paterapult, Coach, spiritueller Coach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Es gibt einen coolen Code für meine Kurse auf liebeschipp.de rund um meine ganzen Themen. Nice, geiles Leben, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst, Umprogrammierung des Liebeschips und so weiter. Bindungsangst, Hardcore-Bindungsangst, Dating, Polarität findest du 20% Rabatt mit Anfang 20. Und das noch bis Sonntagabend, 24 Uhr. Ja, ansonsten, darauf gibt es eigentlich keine, gilt der Code nicht, weil das schon so knapp kalkuliert ist. Unsere schönen Beutel, ja, mit drei Sprüchen, findest du auch unter den Kursen, habe ich die jetzt mal gemacht. Gibt wunderschöne Aufkleber dazu mit den, also in jedem Beutel werden drei Aufkleber sein. Wo sind deine fucking Standards? Zum Beispiel. Und genau, und für den du dich entscheidest, den Beutel kriegst du dann in Europa hergestellt. Handarbeit, habe ich, oder glaube es Handarbeit. Auf jeden Fall Europa hergestellt, gute Arbeitsbedingungen und so weiter, haben wir sehr darauf geachtet. Und es gibt noch ein unabhängig von der Aktion, die wir sowieso haben, gibt es einen 10-Euro-Code noch, wenn du diese Beutel bestellst. Genau. So, heute haben wir das schöne Thema heiß-kalt. Also, wenn du auch solche Fragen hast, am besten mal einen Formular auf liebeschipp.de stellen. Hallo Christian, auf deine Mail über das heiß-kalt-Thema. Das ist jetzt zum Beispiel jemand, wenn du meinen Newsletter abonnierst, bekommt man, weiß ich nicht, bestimmt 20, 25 Mails, 30 Mails, weiß nicht genau, über ein halbes Jahr mit Artikeln und Sachen zum Nachdenken. Das ist eine von diesen Mails, eben diese Heiß-Kalt-Mail. Auf deine Mail über das Heiß-Kalt-Thema bin ich gerade doll angesprungen. Ich habe mich gerade frisch aus einer Beziehung getrennt, die genau nach diesem Muster lief. Wobei ich der Part war, der die echte Nähe suchte und ich empfand sie als Wackelkandidatin. Ja, also ich sehe es mittlerweile ja auch ein bisschen grundsätzlicher, das Thema. Ich meine, Heiß-Kalt macht süchtig, sage ich immer wieder. Intermittierende Verstärkung, Psychologie, erstes Semester. Schon Hunde werden so trainiert, Spielautomaten funktionieren nach diesem Muster und so weiter. Und das Universum matcht halt immer Dinge und zu, also es können nicht beide heiß-kalt sein, das wird einfach nicht funktionieren. Also einer ist heiß-kalt und einer ist der, der echte Nähe sucht. Aber warum suchst du die echte Nähe mit einer heiß-kalt-Kandidatin? Weil wenn man so auf echte Nähe, warum sucht man sich nicht einen emotional verfügbaren Partner? Warum läuft man dem coolen Surferboy hinterher oder der Frau, was ist das jetzt, Mann, eine Frau? Warum läuft man als Mann der Frau hinterher, die flirrig ist, nicht zu haben? Ja, es ist entweder das passive Thema, so mit passiver Bindungsangst, dass man selber ein bisschen Bindungsangstthema hat, oder es halt, dass man ja sein Leben auf Kick ausrichtet, ne? Dass man eigentlich gar nicht Liebe sucht, sondern den Kick irgendwie, ne? Und deswegen, wenn man sich, insbesondere wenn man sich häufiger, das weiß ich jetzt bei dem Mailschreiber nicht, in solchen Beziehungen befindet, muss man schon überlegen, was ist eigentlich mein Ende der Fahnenstange, was ist mein Anziehungspunkt, wie ich das immer nenne. Warum mache ich das eigentlich, ne? Was für ein Thema ist da bei mir? Und wäre ich vielleicht mit jemandem, das ist immer die spannende Frage, wenn ich jetzt jemanden daten würde, der verfügbar ist, der warm ist, wäre ich da vielleicht heiß-kalt, weil ich ein Bindungsangstthema habe? Und das sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Also ich würde es nicht so dabei belassen mit, ach, ich bin, ich beantworte die Mail jetzt mal ein bisschen breiter, ne? Also ich kenne die Person ja jetzt hier nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich suche die echte Liebe, vielleicht noch mit Heiligenschein, ist jetzt, glaube ich, hier nicht, aber ich sage es jetzt nur so mit, ich bin der Gute, die Gute und gerade aber immer an diese bösen Frauen oder diese bösen Männer. Dabei würde ich nicht stehen bleiben, das füttert eine Täter-Opfer-Dynamik, dass sich mal alle als Opfer fühlen und man weiß nicht, was man machen würde, solange man es nicht mal selber erlebt hat, wenn man wirklich einen verfügbaren Partner hat, ne? Weil ich kenne ganz viele Menschen, die auch die in meinen Kursen sind, die sagen, ja, immer gerate ich an diese Wackelkandidaten und dann haben sie zum ersten Mal jemanden, der kein Wackelkandidat ist und dann,
oh, ich fühle es gerade gar nicht so und bin ich überhaupt noch verliebt und ja, it's crazy, ne? So, es trifft den Nagel auf den Kopf. Ich hänge im Herzen sehr an ihr und die heißen Phasen gehören zu den schönsten Erlebnissen, die ich in Paarbeziehungen hatte. Gut, also ich bin ja immer ein bisschen, ich habe das ja nicht so mit Romantik, würde ich mal sagen, ja, ich bin wahrscheinlich auch jemand, der Kokain nimmt, wahrscheinlich sagen, ja, es war schon geil, als ich die Droge genommen habe, bis ich dann gemerkt habe, dass es eine niederschwingende Scheiße ist, die mich total kaputt macht. Ja. Ja, was jetzt? Was ist die Botschaft? Keine Ahnung, könnt ihr katzisch. So, also da würde ich mir schon Gedanken machen. Warum du da so ein ja, was geht? Was geht in Katzenland? Mache ich gerade übrigens ein Video. Lini? Ja, guckst du, ne? ich versuch's mal weiterzumachen. Also würde ich mir Gedanken machen. Suche ich wirklich stabile Beziehungen oder suche ich nicht eigentlich so einen Dopaminrausch? Also ich will das jetzt nicht bewerten. Also, aber man sollte einfach wissen, was man sucht. Und wenn man einen Dopaminrausch sucht, ist man in solchen Heiß-Kalt-Beziehungen vielleicht super aufgehoben, ne? Aber auch vielleicht da scheißt man dann drauf, dass es einen kaputt macht. Ich weiß es nicht, das muss jeder für sich wissen. Aber eins muss man sich klar machen in diesen toxischen Beziehungen, diesen Dopaminrausch von diesem heißen Sex oder von diesen krassen Wiedervereinigungen oder diesen Versöhnungssex. Den gibt es nur, weil das sozusagen vorher diese beschissenen Phasen gab. So, ne? Also man kann, Dopamin ist ja immer dieses Hormon der Abwechslung. Ne? Also ich kann nicht eine stabile, ruhige Beziehung haben und erwarten, dass ich jetzt andauernd so einen Dopaminrausch reingekickt kriege. Ne? Dann muss man sich wirklich überlegen, was will ich eigentlich? Ne? Oh ja, yeah. Bleib ruhig sitzen. Ne? Machen wir das mal so. Gut, ja, willst du wieder hin? So, trotzdem ist es, denke ich, besser für mich, wenn ich mir sie abgewöhne. Die kalten Phasen und ihr Wunsch, nicht auf Sex mit anderen Männern zu verzichten, waren für mich emotional sehr leidvoll. Ja, leidvoll, aber auch ein krasser Liebeshoch-Drogenrausch für dich, so, ne? Sage ich jetzt mal so. Hoffe, ich will dich da jetzt nicht anträgern, aber und ja, ich sage ja mal, keine ist ja auch ein Dreieck, ne? Also, wenn jemand nicht auf Sex, also ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe auch gar kein Thema jetzt mit dieser Frau, soweit du sie schilderst. Sie war ehrlich zu dir, wenn sie sagt, ey, ich bin nur eine Maus für eine Nacht, und ich finde das total in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich habe keinen Bock auf feste Beziehungen, ich will Sex mit vielen Männern haben. Und wenn sich da ein Mann drin verwickelt und ja, ist es letztlich Thema des Mannes so, ne? Und nicht das Thema dieser Frau. Trotzdem habt ihr natürlich einen gemeinsamen Tanz, den ihr aufführt, so, und das ist mir schon klar, wahrscheinlich hat sie auch viel mehr gemacht als nur das. Und wenn du sagst, sie war kalt, dann das ist natürlich das Thema der Frau dann, ne? Aber ja. Guck, was es in deiner Kindheit zu tun hat. Hast du eine kalte Mami, einen kalten Papa? Und wie gesagt, man sollte diese Beziehung nicht auf den Podest heben, weil es gibt ja auch Menschen, die, also gerade die Menschen, die ganz schlecht in vielen Beziehungsskills sind und eigentlich komplett beziehungsunfähig, können in wenigen Aspekten total krass sein, zum Beispiel was Sexualität angeht oder so. Und dann ist man echt in so einer Zwickmühle, ne? Dann ist man vielleicht, also gerade wegen dieser ganzen blöden Thematik ist man sexuell so ein bisschen addicted, aber sonst läuft gar nichts irgendwie und hängt dann da so drin. Und naja, aber das haben wir schon alles x-mal besprochen. Auch die Trennung ist es. Meine Frage ist folgende: Wie kann man ein Heiß-Kalt-Muster davon unterscheiden, dass es ein Gegenüber Zeit für sich braucht? Naja, bei Heiß-Kalt heißt eigentlich, dass die Beziehung immer an ausgeschaltet wird, wenn jemand Zeit für sich braucht.
in einer bestehenden Beziehung und einfach sagt, oh, ich muss mal 3 Tage Fußball gucken. Und aber die Beziehung offensichtlich bestehen bleibt, das fühlt man ja, dieses ruhige, das ist so, ah, und der ruft mich jetzt, der guckt jetzt zwar Fußball, aber ruft mich dann ran. Und das fühlt sich ganz anders an, das fühlt sich einfach sicher und stabil an und nicht heiß kalt. Also, aber letzten Endes muss man einfach mal überlegen, komme ich mit irgendeinem Muster klar oder nicht. Also, auch wenn jemand jetzt ständig Zeit für sich braucht, ist das natürlich ein fließender Übergang zu heiß kalt. Also, die Frage ist schon absolut berechtigt. Deswegen habe ich ja dieses Konzept von Standards. Weil wenn dein Standard ist, ich hätte gerne einen Partner, der regelmäßig da ist, dann ist es letztlich egal. Aber es sind einfach deine Standards. Wenn du sagst, ey, kein Bock, du brauchst ja andauernd eine Woche Zeit für dich, habe ich keinen Bock drauf. Fertig. Nächste Beziehung, Ende Gelände, aus die Maus. Aber so wie du es jetzt hier meinst, würde ich schon sagen, also immer, wenn man so ein obsessives Gefühl kriegt, das kriegt man heute schon auf dem ersten Date. Nicht gut, toxisch, heiß, kalt. Immer wenn man ein Gefühl hat von, ich fühle mich sicher, aufgehoben, es ist stabil. Jemand tut, was er sagt, jemand meldet sich regelmäßig und braucht dann vielleicht mal ein bisschen Zeit. Das ist sicherlich nie, kein Problem. Ich denke, dass mir das im Gefühl klar ist. Ich war in den vorigen Beziehungen, die gut waren, denke ich, nicht anhänglich oder klammernd. Das würde ich nochmal prüfen. Also man, das ist manchmal meist auch so ein Prozess, dass man denkt, ich habe gar nichts gemacht, ich habe ja nichts mit zu tun. Und wenn man mal das erste Mal einen Menschen datet, der so total im Plus ist, merkt man dann auf einmal, oh, so war ich früher auch. Und vielleicht doch ein bisschen zu anhänglich und zu klammernd. Aber ich weiß, ich kenne dich ja jetzt nicht. Ne? Vielleicht manchmal aber nicht übermäßig. Um es besser zu verstehen, interessiere ich mich für einen sachlichen Unterschied. Ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erläutern. Ansonsten guckt ja immer mal in meine Bücher rein. Den Liebescode läuft immer noch sehr gut. Oder vom Opfer zum Gestalter. Wenn du das Buch vielleicht schon gelesen hast, schreib mir eine nice geile Rezension auf Amazon. Braucht man heutzutage immer so ein bisschen. Macht einen Schlangenfuß und würde mich darüber freuen. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.